wir mal, ob wir jemanden erwischen. Sehr schön. Ach, die anderen fahren schon wieder irgendwo, weiß der Teufel rum. Maximal, maximal, minimal, minimal. Da wir eh alle vier fahren müssen, ist es vorzugsweise egal. Dün, 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 dün. So. Alles klar. Dun, 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 dun. ...36% erst. Und wir waren noch bei keiner Mautstelle. Bin mal gespannt, wo sie uns hinleiten. In we control. Ach, auf die da, okay. Naja, interessant. Hätte ich dann auch wieder nur minimales Verkehrschaos zu herrschen. Aber die könnten einem auch das Leben schwer machen. Oder zumindest leicht blöd. Dun 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 dun. So. Fahren wir noch 45 Sekunden, dann sind wir da. Naja, wenn wir nicht so weit fahren, dann nicht, aber... Ah, der Racer wieder. Ich bin's, was geht ab? Ich weiß, dass dieser Typ Rock dich unterstützt. Ich frag mich nur, warum. Ein bisschen unnormal, wenn du mich fragst. Aber andererseits, was kümmert's mich? Vielleicht kennt ihr zwei Süßen euch aus dem Knast. Oh yeah, das war nach Zeiten. Und tschüss. Rennen. Ja, fahren wir erst noch die minimale Kaka und dann geht's auf die maximale Kaka. Aber jetzt müssen wir 13 Kilometer. Naja, wir werden's überleben. Erinnert mich auch gerade wieder typisch an Turn of Man. Warum muss sie in meinem Bett schlafen und ich bei dir? Es wird dich nicht umbringen. Hm. Oh, Jake! Es wird dich nicht umbringen. Irgendwie sowas. Ich weiß, ich habe zu viel Turn auf mich geschaut. Aber ich find's einfach nur cool. So. Das ist meistens bei einer Brücke, dieses Geräusch.
Wir haben 300 erreicht. Ist schon mal ganz schön für dieses Auto. Später dann fahre ich 300 in der Landstraße ohne NOS und zwar im ersten Gang. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Plätze vor uns. Damit konnte ich nicht rechnen. Ich hätte damit rechnen müssen, das ist mir schon klar, aber man geht gerne von dem lieber besseren aus. Von dem schöneren. Ich habe auch gedacht, dass der noch wegfährt, aber naja. Verdammt. Und schon wieder die Mülltonne. Es darf ja nicht wahr sein, oder? Überall stellen sie immer diese Mülltonne auf. Ja, mir ein Bein stellen wollen. Das sind vielleicht korrupte Leute hier. Ich glaube, Razer bezahlt die alle. Oder er hat jedes Haus hier gekauft und stellt vor jedes Haus eine Mülltonne hin. Der ist ein gerissener Mann. Naja, nennen wir ihn mal Mann. Was ich so von Rock aus dem Knast gehört habe, ist er ja eher eine Frau. Aber das soll mal ganz unter uns bleiben. Donk, 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 donk. So, eine noch. Eine Minute noch. Dann dürften wir auch da sein. Ach, was mache ich denn die ganze Zeit für eine Scheiße? Na cool, nur 30 Sekunden, bis wir da waren. Ne, die werden immer schlechter, finde ich. Alle Rufzeichen. Ein Fahrzeug mit überhöhter Ja, ihr dürft mich ja gleich verhaften. Maximal. Und wieder ein Lambo. Du Opfer! Voll abgeschossen. Oh, der Audi TT hat sich auch schwul an. Oh, das ist ja Radar, fällt mir gerade auf. Iceman, hallo Iceman, ich grüße dich. Was machst du denn auf dem letzten Platz? Weh, du bremst. Ach komm schon, 7 km/h. Puh. Das war knapp. Dann schauen wir mal, ob wir hier wieder was Gutes zusammenbekommen. Gut. Dankeschön. Noch nie in Schaltwagen gefahren, was? Rekordverdächtig? Nee, wird's nichts. Aber es dürfte erstmal. Was? Oh. Wir brauchen unbedingt was Rekordverdächtiges bei dem Auto. Nein! Und damit ist das ganze Rennen im Arsch. Tschüss. Wieso renne ich nur so viel oft an? Ich verstehe es nicht. Ja, das Rennen hat diese die Stelle hat mich total ruiniert. Was mache ich denn die ganze Zeit nur für eine Scheiße? Also wenn du jetzt zuschaust, das ist nicht witzig, dass ich jetzt letzter bin und du jetzt dort nicht mehr. Und jetzt auch noch die Bullen hinter mir sind. Ich habe die Räuber eingeholt, die wollen mich abzütteln. Wollen wir das? Ich bin auf Hochgeschwindigkeitsverfolgung standby.
Alter, Mann, du hast fast 50 km/h oder so mehr. In Richtung Norden. Auf der State Street. Ich brauche sofort Verstärkung. Bitte melden. So, und? 10-4, Delta 18. Nee, das wird mir nimmer was, oder? Du bist als Zweiter sogar noch. Wie ging das? Ah. Da müssen wir leider neu starten, weil sonst hätten wir sogar noch die Bullen hinter uns. Verdammte Kacke, warum verkacke ich das? Die beste Ding, da wären wir locker auf 300 gekommen. Naja. Ich würde einfach mal sagen, blöd gelaufen. Jetzt wird es wahrscheinlich noch öfters, aber... So. Sehr schön, ich glaube, da haben wir letztens nicht so viel zusammenbekommen. Jetzt ist Iceman vorne, ey, Iceman, was los? Aber zum Glück nur 5 km/h. Vorher waren es 7 km/h, glaube ich, Unterschied. Wonen. You wonen. Hatte ich das gleiche nicht gerade eben? Ich glaube 3 km/h oder so. Jo. Komm schon, ich will 500. 500. 285, weil so viel hatten wir genau vorher auch, soweit ich weiß. Diesmal 1 km/h weniger. So, jetzt darf halt diesmal da nichts schief gehen. You wonen. Jawohl. Hier werden wir garantiert irgendwo anrennen. Immer... Was geht mit euch ab? Alter, der hat echt sau was drauf gehabt. km/h. Aber jetzt kommen die Bullen dazu. Okay, schauen wir mal. Immer noch nichts. Aber ich glaube, ich bin schon mal ein bisschen näher rangekommen. Ja, sieht ganz so aus. Kommt jetzt auf die letzte Kurdenprüfung drauf an. Dann auf den Schlussstrich. Yeah, Baby! Und? War ich gut oder was? War ich gut? Ja, ganz leicht. Fast 60. Pff. Warum war das nicht einfacher vorher schon? Hey, ich habe gerade gehört, dass Razer Leute dafür bezahlt, um dich auszuschalten. Keine Ahnung, wie weit das geht, also pass auf. Trau keinem, bis das vorbei ist. Ich melde mich wieder. Ich fahre noch ein bisschen rum und fahr einem voll rein. Ein Q6-Zielobjekt wurde gemeldet. In westlicher Richtung, auf der State Street. Ja, ihr könnt mir gleich verfolgen, aber... Erst, wenn ich das letzte Rennen vor Chavels gefahren bin.